Ungleichheit in bestimmten Kriterien kann durchaus gerecht sein. Ja, jetzt gerade rede ich mit dem Gerhard Pfister, CVP-Präsident, über die Bibel, über die Gerechtigkeit und wie die CVP die Schweiz zusammenhalten will. Gerhard Pfister, Präsident der christlich-demokratischen Volkspartei CVP, ist 56 Jahre alt. Er ist verheiratet und lebt in Oberäggeri. Er hat Germanistik und Philosophie studiert und mit dem Doktortitel abgeschlossen. Heute ist er Unternehmer. Seit 2003 ist Gerhard Pfister im Nationalrat. Ja, Herr Pfister, Sie haben Germanistik und Philosophie studiert, haben in Ihrem Leben schon viele Bücher gelesen. Gibt es irgendein Buch, das Ihre politische Haltung besonders stark geprägt hat? Nicht ein bestimmtes Buch. Oder? Ich lese sehr gerne, lese sehr viel. Und darum kann ich jetzt nicht sagen, das Buch hat mich besonders geprägt. Darum würde ich jetzt eher eins nehmen, das ich jetzt aktuell gelesen habe, von Paul Collier über den sozialen Kapitalismus, wie er thematisiert, wie die bisherige marktwirtschaftliche Ordnung vom Westen unter Druck kommt und wie es sich verändern muss. Finde ich, hat sehr viel Bedenkenswertes. Was haben Sie daraus gezogen? Ein Grundgedanke? Ich glaube, der Grundgedanke ist der, den ich daraus gezogen habe, auch die Schweiz, aber vor allem die westlichen Länder, die Schweiz, brauchen einen neuen Gesellschaftsvertrag. Die Globalisierung verändert unser Wirtschaftssystem sehr stark. Wenn Sie den Populismus sehen, der in gewissen Ländern aufkommt, dann hat das auch damit zu tun, dass die Mittelschicht merkt, Globalisierung ist nicht nur gewinnbringend für sie. Und dass man dann populistische Parteien anhängt, ist durchaus verständlich. Und der Colli erklärt, was man da dagegen machen kann. Wie sieht so ein neuer Gesellschaftsvertrag aus in den Grundzügen? Ich glaube, wir müssen darüber nachdenken, dass die Würde des Menschen in der bisherigen Wirtschaftsordnung sehr stark auf der Arbeit beruht hat. Und Globalisierung führt dazu, dass Arbeit als einziger Faktor von der menschlichen Würde im Leben nicht mehr so stark ist, sondern dass unabhängig davon Finanzströme generiert werden, wo der Bezug der Menschen zur Arbeit, zur Realität auflöst. Das wird eine grosse Herausforderung für die westliche Welt. Mhm. Über was soll der Mensch seine Würde definieren, wenn nicht über die Arbeit? Was sind das? Das ist die Frage. Das ist genau die Frage. Glaube, wir müssen ja sehen, dass auch wenn man die Sozialversicherungen anschaut, in der Schweiz, aber auch in anderen Ländern, dass die sehr stark unter Druck kommen, aufgrund des Geschehens auf den Finanzmärkten. Die Zeiten, wo der Mensch seinen Lebensunterhalt gelangt hat, dass er mit Arbeit seinen Lebensunterhalt kann verdienen und bestreiten, die werden immer schwieriger, es wird immer anspruchsvoller. Und da sehe ich auch noch nicht so ganz, in welche Richtung dass man gehen soll. Auf der anderen Seite muss man immer wieder feststellen, die Schweiz ist das Land, das mit der Globalisierung am besten zurechtkommt, das hervorragende Chancen hat. Und insofern ist kein Grund zum Pessimismus. Aber wir müssen darüber nachdenken, was die neuen Werte in unserem Leben werden sind. Wert ist Stichwort. Sie haben ja ein C in Ihrem Parteinamen als CVP. Welche Rolle hat eigentlich die Bibel gespielt bei Ihnen? Die Bibel hat für mich in meiner Religiosität, in meinem persönlichen Glaubensbekenntnis natürlich eine Rolle gespielt. Aber ich unterscheide das persönliche Glaubensbekenntnis sehr stark von meiner politischen Arbeit. Das C in der CVP ist nicht ein persönliches Glaubensbekenntnis, sondern ein Bekenntnis zur christlichen Sozialordnung, zur christlichen Sozialpolitik. Ist das gute Leben, was ja in der Bibel so ein Vorbild ist, von einem Lebensideal, ist das etwas, das in der Politik überhaupt Platz hat, oder ist das reine Privatsache? Ich glaube, es ist aus meiner Sicht reine Privatsache. Ich glaube, jeder hat seine persönlichen ethischen Überzeugungen, seien jetzt die biblisch oder christlich motiviert oder andersweitig motiviert. Ich glaube, das darf in der Politik keine Rolle spielen, das persönliche Glaubensbekenntnis. Wenn ein Politiker sein persönliches Glaubensbekenntnis zur Politik macht, dann haben wir Tendenzen, die in einem Gottesstaat da sind. Und das widerspricht der modernen, aufgeklärten westlichen Gesellschaft. Also von daher ist die persönliche Fundierung ist natürlich wichtig, aber Politik ist etwas anderes, sondern geht nach Grundsätzen und versucht, die Grundsätze in der Politik, in der Gesellschaft zu realisieren. Und was ist das Ziel der Politik? Kann man das sagen, so allgemein? Ich würde sagen, ich gehe immer von der positiven Unterstellung aus. Jeder, der sich politisch engagiert und jede, die sich politisch engagiert, im Rahmen einer rechtsstaatlichen Ordnung,
hat eine bestimmte Vision von der Schweiz, hat eine bestimmte Vision von einer gerechten Gesellschaft, von einer freien Gesellschaft und so weiter. Und das Spannende in der Demokratie, in der Politik besteht darin, dass man, da alle etwas anderes darunter verstehen und dass man dann versucht, das Gemeinsame herauszuarbeiten und Konsens zu finden. Ich glaube, ich gehöre nicht zu denen, die an einem politisch Andersdenkenden unterschiebt, er will etwas Schlechtes für die Schweiz. Sondern das Interessante besteht darin, dass alle meinen und der Überzeugung sind, sie machen das Beste für die Schweiz, aber dass die Ansichten eben sehr weit auseinandergehen. Sie haben Freiheit und Gerechtigkeit genannt. Gerechtigkeit ist ein zentraler Wert des Zusammenlebens. Ja. Was bedeutet das für Sie? Gerechtigkeit es bedeutet einmal sicher nicht Gleichheit. Ich glaube... Also Ungleichheit kann gerecht sein? Ungleichheit in bestimmten Kriterien kann durchaus gerecht sein, ja, weil die Menschen sind nicht gleich. Kein Mensch ist gleich wie der andere. Und Gerechtigkeit muss auch die Individualität von den Voraussetzungen, von den Ausgangslagen, von den Wünschen der einzelnen Menschen berücksichtigen. Und darum darf Gleichheit, der Wunsch, alle Menschen gleich wollen zu machen, ist aus meiner Sicht nicht gerecht. Was ist mit gleichen Chancen? Wäre das ein... Natürlich, natürlich. Ich glaube, gleiche Chancen ist etwas. Chancengerechtigkeit, gleiche Voraussetzungen, dass man, dass jeder Mensch in der Schweiz, nehmen wir es mal da, in der Schweiz sein eigenes Leben kann in die Hand nehmen kann, das muss man schaffen. Das ist natürlich eine sehr starke Gerechtigkeitsfrage. Was macht die CVP für das? Die CVP setzt sich für ein sehr starkes Bildungssystem ein. Ich glaube, es ist eine ganz grosse Errungenschaft von unserem Staat. Und das sage ich als Leiter und Besitzer von Privatschulen. Es ist eine ganz grosse Errungenschaft von unserem Staat, dass wir jedem Mensch, jedem jungen Menschen eine ausgezeichnete Ausbildung zukommen lassen, unabhängig davon, wie reich oder woher seine Eltern sind oder woher er oder sie kommt. Ich glaube, das ist eine Errungenschaft, die die Chancengerechtigkeit in diesem Land sehr, sehr stark beeinflusst. Für Sie ist die CVP ja Partei der nationalen Kohäsion. Ja. Sie sagen, Sie haben die Schweiz zusammen und verhindert so eine liberalistische Atomisierung der Gesellschaft. Ja. Was ist eigentlich so schlimm daran, wenn jeder sein Ding macht? Wenn jeder sein Ding macht, ist für den Einzelnen unter Umständen das Leben durchaus einfacher. Das würde ich noch attestieren. Aber wir verlieren etwas, was die Schweiz sehr, sehr stark gemacht hat, nämlich den Sinn für den Ausgleich, den Sinn für den Zusammenhalt. Und die Schweiz ist eigentlich das Wunderwerk von dieser Willensnation, dass man sich immer wieder bei allen Unterschieden darauf einigt, dass Gemeinsamkeiten müssen gepflegt werden, dass Gemeinsamkeiten grösser sind als der Unterschied. Ich glaube, das ist etwas, was man dann unter Kohäsion versteht, wo ich außerordentlich wichtig finden. Und die CVP als Zentrumspartei ist prädestiniert dazu, den Zusammenhalt auch zu gewährleisten. Was heisst für Sie konservativ? Konservativ heisst für mich wertkonservativ, dass man die Werte, die die Schweiz stark gemacht haben und die in der Schweiz wichtig sind, oder die für mich persönlich wichtig sind, dass man die bewahren sollte. Konservativ ist auch Bewahrung. Was sind das für Werte? Bewahrung von der Umwelt zum Beispiel. Bewahrung, dass man versucht, die Umwelt, die man hat, auch kommenden Generationen so zu übergeben, wie man sie selber können erleben konnte. Ein konservativer Wert ist für mich Solidarität. Das ist für mich tatsächlich ein Wert, den wir bewahren müssen, wo wir schauen müssen, dass das immer wieder gewährleistet ist, dass man mit den Schwächsten, dass man für die Schwächsten in unserer Gesellschaft Möglichkeiten findet, wie man sich unterstützen kann. Ich bin ein Wert. Freiheit ist auch ein konservativer Wert, wenn man Freiheit will bewahren. Die CVP bietet ja Hand für mehrheitsfähige Lösungen, sagen Sie. Ja. Ob das jetzt von links ist oder von rechts. Ja. Heisst das, es ist eine opportunistische Partei? Oder ist das es ist nicht opportunistisch, obwohl ich attestiere, dass das die Herausforderung ist, von der CVP nicht opportunistisch überzukommen. Ich glaube, wir haben selber Grundsätze. Wir wollen eine freie und solidarische Schweiz. Und wir haben eigene Vorstellungen, wie wir die Schweiz gestalten sollen. Wir treffen aber natürlich dann auch immer eine Abwägung zwischen dem, was wir an Maximalforderungen für uns selber wollen, und das, was wir zugunsten des Konsenses, zugunsten der Mehrheit für die Schweiz dann auch eingehen. Ich glaube, die Balance die ist sehr anspruchsvoll, gerade für eine Mittepartei, aber das ist unsere historische Verantwortung. Noch eine kurze Frage zur Bildung. Sie haben schon gesagt, Sie waren Schulleiter, auch Lehrer, langjährig. Die Zukunft der Bildung angesichts der künstlichen Intelligenz, die uns immer mehr Aufgaben annehmen. Auf was müssen wir setzen, ganz kurz? Ganz kurz auf Kompetenz und Befähigung von Jugendlichen und auf gute Ausbildung von unseren Lehrpersonen.
Kompetenz zu was? Kompetenz zur Problemlösung, Kompetenz zur Neugier, Kompetenz zum Wissen wollen, zum Vorwärtskommen wollen. Das sind, es geht weniger, oder die Inhalte, die Halbwertszeit von Inhalt, die ist rasant, hat sich beschleunigt. Wenn Sie heute ein Kind haben, das ins erste Schuljahr eingetreten ist, dann hat das eine 40-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass es in einem Beruf wird arbeiten, den es heute gar noch nicht gibt. Das ist eine unglaubliche Herausforderung für das Bildungssystem. Und darum glaube ich, ist die Befähigung, seinen eigenen Lebensweg selber zu gehen, das ist etwas vom Wichtigsten, was die Bildung machen muss. Letzte Frage an den Philosoph. Was ist der Sinn des Lebens? Ich bin nicht Philosoph, ich habe nur Philosophie studiert. Das ist ganz ein wichtiger Unterschied. Und was man zum Leben braucht, ist Neugier und auch Dankbarkeit, dass man in so einem wundervollen Land so interessante Zeiten leben kann. Herr Pfister, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen fürs Gespräch. Ja, jetzt rede ich mit der Regula Ritz, Präsidentin der Grünen, über Grenzen des Wachstums, über das gute Leben und über die Rolle der Tiere in der Politik.